Einen wunderschönen guten Tag hier aus Kassel, aus dem La Vision mit meinem Gast Lasse Becker. Er ist Vorsitzender der Jungen Liberalen, sozusagen der Jugendorganisation der FDP. Ich grüße Sie. Hallo. Sie, du? Du gern. Tom. Lasse. Lasse, sag mal. Es gibt ja so ein Klischee über Julis. Also das bekannte Klischee, Polohemden, Akademikerkind, studiert BWL oder Jura und hat eigentlich nur Parteikarriere im Kopf und so weiter, will was werden. Hm. Was davon stimmt? Bei manchen Leuten stimmt mit Sicherheit manches, wie man sieht, ne? Polohemd. Akademikerkind? Meine Mutter ist Lehrerin, mein Vater hat eine Ausbildung gemacht und bei Volkswagen gearbeitet. Was studierst du? Ich habe VWL studiert und promoviere da drin. Knapp vorbei, aber... Aber hast kein Interesse an personellen Funktionen, der Punkt stimmt nicht. Naja, ich bin Juli-Bundesvorsitzender, man kann das wahrscheinlich nicht hundertprozentig leugnen. Auf der anderen Seite habe ich schon zweimal einen sicheren Listenplatz für den Hessischen Landtag abgelehnt, weil ich mein Studium fertig machen wollte. Das ist zumindest weniger, als viele andere haben. Das stimmt, also das spricht sicher für dich. Wir haben im Moment so eine Krise am Lauf und wir haben uns vorhin geeinigt. Ich komme jetzt nicht mit der Situation der FDP, sondern ich komme mit inhaltlichen Dingen und darauf habe ich ja auch immer viel mehr Lust. Was machen wir mit der Krise jetzt? Wir haben jetzt Freitag ESM, Fiskalpakt beschlossen. War das richtig? Also ich finde den Fiskalpakt richtig, weil ich glaube, der Fiskalpakt macht deutlich, dass wir sparen müssen und dass alle in Europa sparen müssen und dass wir nicht einfach immer weiter Schulden machen können. Wir haben auch da als Julis schon unsere eigenen Sparvorschläge für Deutschland gemacht. Wir haben eigentlich das feste Ziel, dass man noch in dieser Legislaturperiode in 2013 oder 2014 den Bundeshaushalt ausgleichen muss. So gut wie die Steuereinnahmen jetzt sind, muss man das einfach hinbekommen und da muss ja auch Schäuble liefern, da müssen auch die FDP-Minister übrigens liefern. Was machen die eigentlich gerade, was machen die eigentlich jetzt, so die Regierung? Ich meine nicht die Situation der Partei, sondern der Regierung. Da gibt es natürlich viele Felder, ne? Also Guido Westerwelle ist als Außenminister bei vielen Europafragen gerade viel unterwegs. Philipp Rösler hat mit der Energiewende gemeinsam mit Peter Altmaier in der Koalition auch ganz gut zu tun. Dirk Niebel hat ja nicht nur mit Teppichen zu tun, sondern auf der anderen Seite auch damit, dass er in der Zusammenarbeit der Entwicklungsinstitutionen in Deutschland, der Entwicklungshilfeinstitutionen sehr, sehr viel umgestellt hat. Also, und Sabine Leuthauser-Schnarrenberger ist die treibende Kraft, die verhindert, dass Friedrich eben nicht die Bürgerrechte von dir, von mir, die ganze Zeit immer weiter aushöhlt. Okay. Also, jetzt hast du einige Themen auch genannt, darauf können wir auch eingehen. Ich fange am liebsten bei Niebel an. Also, du sagst, er ist gut beschäftigt in dem Ministerium, das er eigentlich abschaffen wollte, weil nicht nötig. Wie kommt das? Wir Julis sehen das auch immer noch sehr kritisch, weil unser Bundeskongress hat gesagt, dass man eigentlich immer noch auf die Abschaffung des Ministeriums dringen sollte und das vertreten wir als Julis auch, haben es auch im FDP-Bundesparteitag beantragt, weil man einfach sagen muss, dass man damit natürlich riesig Glaubwürdigkeit verloren hat. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, dass er im Ministerium einen ordentlichen Job macht. Das bedeutet, wir haben eben nicht mehr vier Institutionen, die Entwicklungshilfe betreiben und nicht miteinander reden, sondern man hat es zusammengefasst zu einer schlagkräftigen und übrigens kleineren, was die Gesamtzahl der Mitarbeiter angeht oder der Beamten angeht, Institution. Als die Rückkatastrophe in Afrika war, war der eigentlich in der Schweiz? Wie kam das? Ja, wir können Symbolpolitik machen. Heidemarie Witscherig-Zoll ist mit Stöckelschuhen in das teuerste Hotel am Platz abgestiegen. Dirk Niebel, da kann man über dieses alberne Lanza-Cap denken, was man will. Aber das sagen einem sehr viele in der Entwicklungshilfe. Ich habe auch Freunde und Bekannte, die da unterwegs sind. Der setzt sich im Zweifelsfall abends auch nochmal mit den Leuten wirklich vor Ort irgendwo hin und hört, was die wirklich dort zu sagen haben. Deshalb glaube ich, ist es manchmal vielleicht schön, das Symbol für die Medien zu haben, dass er jetzt da oder da war. Aber ich glaube, wichtiger ist, was hinterher am Output rauskommt. Und Kohl gesagt immer noch. Ja, das ist auch so. Also Kohl hätte nicht Output in den Mund genommen, aber ich glaube... Westerwelle? Tut sich ja so ein bisschen schwer mit der englischen Sprache. Westerwelle ist fließend Englisch inzwischen. Ja? Habe ich noch nicht gehört? Also ist wirklich so. Nee, man sieht den ja auch so wenig zurzeit. Aber Energiewende kommt, sonst kommen wir wieder in die falsche Richtung. Gut, aber übrigens, nur mal wirklich auf YouTube schauen, gibt viele Westerwelle-Interviews. Im Gegensatz zu Gerhard Schröder hat er es gelernt, während er da war. Gerhard Schröder braucht ja auch nur Russisch, also das ist eine andere Frage. Ja, eben, aber Schröder konnte nie Englisch in seiner gesamten Kanzlerschaft. Westerwelle hat es als Außenminister immerhin gelernt. Okay, Energiewende, ich will jetzt nicht nur die FDP nehmen, was hast
du für Vorstellungen? Ich meine, du hast eine starke Organisation hinter dir. Mhm. Was hast du für eine Vision für die Energiewende, die uns alle betrifft? Du wirst ja irgendwann Funktionen tragen und vielleicht bist irgendwann Minister oder irgendwas. Und was da weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich das wirklich irgendwann überhaupt will. Aber es geht ja darum, was man politisch gestalten kann, und das ist ja unabhängig von der Personalfrage am Ende. Es ist schon der Punkt, dass ich finde, dass wir möglichst schnell auf die Regenerativen umsteigen sollten, aber dass ich auf der anderen Seite auch schon den Eindruck habe, dass wir momentan einfach eine unsinnige Subventionierung von Besserverdienenden machen. Weil schau dir mal draußen an, auf welchen Häusern die Solarenergie obendrauf steht. Das sind doch ganz häufig die, wo irgendwelche, Vorort-Siedlungen dort eben inzwischen zugepflastert sind mit den Teilen. Und bezahlt wird es von denjenigen, die auch höhere Energiekosten deshalb haben, die in Mietskasernen wohnen. Ich sehe schon Wahlplakat, Lasse Becker, für den kleinen Mann. Ist das so? Ich glaube ehrlich gesagt, dass Politik, die sich nur an irgendwelchen Teilgruppen orientiert, das hat die FDP auch zu lange gemacht, viel Glaubwürdigkeit verliert. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Und ich glaube, dass man es hinbekommen muss, möglichst schnell bei den regenerativen Energien zu landen, aber gleichzeitig es vorher auch hinbekommen muss, dass es bezahlbar bleibt für die Leute, und dass da viele ein Problem momentan mit haben, ist so. Deshalb glaube ich momentan, es war richtig, nach Fukushima aus der Atomenergie auszusteigen. Wir Julis haben davor schon wesentlich deutlicher einen schnelleren Fahrplan gefordert. Aber es ist jetzt eben so, dass man dann einerseits sagen muss, wir brauchen schnell die Stromtrassen. Es geht dann eben nicht, dass an jeder Ecke eine Bürgerinitiative sofort sagt, ja, wir wollen regenerative Energien, aber dass der Strom von der Windkraft in Norddeutschland irgendwie in den Süden kommt, das wollen wir nicht. Ja, das ist ja bei Offshore-Anlagen. Mittlerweile haben die ja ziemlich dezentrale Lösungen. Wir sitzen in Kassel. Wir haben hier gerade eine 380 kV-Leitung, die an einigen Stellen beklagt wird, die von der Nordsee runterkommt, und ohne die kriegen wir den Strom nicht abgenommen. Und das ist schon ein Problem, was wir haben, und andere Baustelle. Dezentral, ich glaube trotzdem, dass wenn es bezahlbar sein soll hinterher, dass wir temporär, bis manches bei den Regenerativen funktioniert, auch zum Beispiel auf sowas wie Gaskraftwerke setzen müssen, die moderne Gaskraftwerke, die kaum Emissionen haben, die mir deshalb dann eine ganz brauchbare Alternative erscheinen. Warst und bist du für den sofortigen Ausstieg oder die Brückentechnologie bei der Kernkraft? Ich kenne niemanden in Deutschland, selbst Jürgen Trittin, der für den sofortigen Ausstieg war. Selbst Rot-Grün hat ja so einen phasenweisen Ausstieg. Ja. Wir haben als Julis durchgekämpft im FDP-Bundesparteitag, dass man nicht mehr gesagt hat, Atomenergie auf ewig, sondern Brückentechnologie. Das war richtig. Nur was man hinterher gemacht hat bei der FDP war, dass man so ein bisschen gesagt hat, ja, Brückentechnologie, und wir stellen uns jetzt ans Ufer und fangen an, diese Brücke zu bauen, und irgendwann werden wir schon auf Land stoßen. So stelle ich mir nicht Brückenbau vor, sondern wenn ich eine Brücke bauen möchte, also ich bin Volkswirt, also nicht das Ganze architektonisch bewerten oder vom Bauplanerischen, aber ich stelle mich an die Stelle, wo ich sehe, der Fluss oder die Meerenge ist möglichst schmal. Und dann sage ich, in die Richtung baue ich, und irgendwann komme ich drüben an. Also wahrscheinlich auf beiden Seiten trifft man sich in der Mitte, aber die Entscheidungsträger, meinst du, die stecken auch manchmal so unter der Fuchtel der Lobbygruppen, vor allem der, sagen wir mal, der Monopolkonzerne? Glaube ich nicht. Glaubst du, es gibt FDPler, die Beraterverträge haben bei den Konzernen? Also ich weiß, dass es von vielen Ex-Grünen, Ex-FDPlern und Ex-CDU und Ex-SPD-Lern da Verträge gibt, quer durch alle Parteien. Gefühlte Korruption hat ja keine Farbe. Man hört das ja, also ich weiß, Atomlobbyisten sind ja inzwischen größtenteils grün, also Ex-Grüne, die aus dem Bundestag irgendwann rausgeflogen sind. Ich glaube, von den aktuellen steht da niemand auf der Payroll, von aktuellen Abgeordneten, das erwarte ich auch. Ich glaube aber schon, dass der ein oder andere natürlich ein bisschen affiner ist, aber das hat auch nichts hinterher mit Korruption zu tun, sondern wenn jemand... Ich habe es gefühlt genannt. Aber wenn jemand überzeugt davon ist, dass Atomenergie der richtige Schritt ist, halte es für temporär, eine gewisse Zeit lang müssen wir damit auskommen, aber für langfristig sollten wir wegkommen. Wo siehst du das Risiko der Kernkraft überhaupt? Ich glaube, das größte Problem ist gar nicht mal unbedingt diese Frage Risiko jetzt eines Unfalls, sondern das Kernproblem ist, dass wir immer noch nicht die Endlagerfrage geklärt haben und dass wir auch an manchen Stellen aus meiner Sicht unfair subventionieren. Glaubst du, die Endlagerung ist eine teure Geschichte? Genau das ist der Punkt. Man stelle sich jetzt mal vor, man müsste quasi bei einem Kohlekraftwerk überhaupt nichts dafür zahlen, dass die Kohle angeliefert wird und dass hinterher irgendwann noch den Abfall irgendwie zu entsorgen hat. Es würde ja auch nicht funktionieren. Wenn man bei der Kernenergie sagen müsste, die müssten das Ganze komplett versichern,
selbst bei einem minimal kleinen Risiko wäre das schon deutlich teurer. Und auf der anderen Seite, wir müssen die Endlagerfrage auch klären dabei. Dann hätte man natürlich eine andere Herangehensweise. Das sind verdeckte Subventionen. Und da sage ich, wenn man das, man vergleicht da Äpfel mit Birnen. Und es macht es nicht besser, dass man sagt, ja, die regenerativen Energien sind auch subventioniert. Dann tue ich jetzt noch eine Banane dazu. Wie viel kostet die FDP die Endlagerung von Westerwelle? Ich glaube, Guido Westerwelle macht einen guten Job als Außenminister. Und das zeigen auch die letzten Umfragen, dass er da, nachdem er die Doppelbelastung aufgegeben hat, als Parteivorsitzender und Außenminister, dass er da wesentlich stärker angenommen wird. Ist das Belastung? Also ist es eine Belastung für ihn, der Job? Der FDP-Bundesvorsitz war am Ende natürlich eine Belastung. Ja. Ich glaube auch, der FDP-Bundesvorsitz ist fast immer eine Belastung. Würdest du es machen? Nee, ich glaube nicht. Nein, ich muss sagen, im Zweifel ist es natürlich auch eine Gestaltungsoption. Aber da ist der Punkt, Westerwelle ist im Amt als Außenminister angekommen und prägt zum Beispiel gerade in der Europadiskussion mit der Frage jetzt Vorstoß zu mehr Europa, Zweikammernsystem, aus meiner Sicht sehr, sehr gut. Die Frage auch, wie kann ein zukünftiger echt föderaler europäischer Bundesstaat aussehen? Wie schaffen wir es, dass Europa eben nicht irgend so was Komisches wird, wo immer irgendwelche Hinterzimmerzirkel was machen, sondern wie schaffen wir es, dass jeder weiß, okay, die geben auch mal Kompetenzen zurück, aber für das, wo es am sinnvollsten ist, zum Beispiel sowas wie gemeinsame Außenpolitik, da kümmert sich dann eben Europa drum, aber echt demokratisch legitimiert. Das sind Punkte, da hat Westerwelle durchaus Akzente. Du sagst demokratisch legitimiert, also Fiskalpakt ESM, da wurde jetzt am Freitag auch mit den Stimmen der FDP beschlossen, dass... So, jetzt sind wir wieder bei der Anfangsfrage, kann ich die auch endlich beantworten? Mach das gut, das schließt dann auch die Zeitgeschichte. Ja. Also beim Fiskalpakt finde ich richtig, weil wir sparen müssen. Beim ESM sind wir Julis sehr, sehr kritisch, weil wir sagen, temporär kann das ein Weg sein, um eine Brandmauer einzuziehen, dass die Krise nicht schlimmer wird. Aber dann muss man es befristen und das steht leider in dem Vertrag nicht drin, deshalb sehen wir den sehr, sehr kritisch. Und was gar nicht geht, sind die Gipfelergebnisse der letzten Woche. Die sind ja noch nicht im Bundestag, aber ich erwarte ehrlich gesagt, dass im Deutschen Bundestag man da auch nicht einfach zustimmt. Weil zu sagen, wir geben jetzt Geld, aber wir wollen nicht, dass ihr irgendwas dafür reformieren müsst. Sorry, aber dann kann man den Laden auch gleich vor die Wand fahren. Das führt nur dazu, dass man verzögert ein bisschen später vor die Wand fährt. Das brauche ich nicht. Wenn ich Europa will, wenn ich ein gemeinsam, und da bin ich fest von überzeugt, wir werden nur es schaffen, wenn wir gemeinsam als Europäer stark sind. Wenn wir das hinbekommen, dann brauche ich ein föderales Europa, aber da brauche ich auch die Verantwortung, dass jeder sparen will und dass jeder seine eigenen Probleme, seine eigenen Schulden dafür haftet und in den Griff bekommt. Ist eine gemeinsame Kultur abhängig von der gemeinsamen Währung? Ich glaube, eine gemeinsame Kultur entwickelt sich viel, viel langsamer als eine gemeinsame Währung, aber die Währung ist schon ein starkes Symbol. Also es ist für mich ein Unterschied, wenn ich mich früher erinnere. Mein Vater hat ein paar Jahre in der Slowakei gearbeitet, da mussten wir damals noch Kronen tauschen. Okay. Das ist schon ein Unterschied. Oder wenn ich mir anschaue, in Spanien Urlaub, das macht alles deutliche Unterschiede aus, die schon ein gemeinsames Gefühl erzeugen. Klasse, ich stelle immer drei Begriffe in den Raum zum Schluss und bitte um drei kurze Assoziationen, meistens nur ein Satz. Kubicki. Witzig, sehr, sehr intelligent. Manchmal wäre es nett, wenn man seine sehr, sehr schlauen Analysen nicht in der Zeitung, sondern im FDP-Bundesvorstand zuerst hören würde. Christian Lindner. Mag ich sehr, sehr gern. Fand das falsch, habe ich ihm auch gesagt, wie er aus dem Amt des Generalsekretärs und vor allen Dingen, wann er zurückgetreten ist. Ich habe großen Respekt dafür, was er beim Grundsatzprozess inhaltlich gemacht hat und wie er jetzt in NRW ein tolles Ergebnis mit einem tollen Wahlkampf gemacht hat. Silvana Koch-Merin habe ich jetzt ziemlich lange nicht mehr gesehen. Haben die im Europaparlament auch immer gesagt. Das ist eine Polemik, die, wenn natürlich man die Zahlen sich anschaut, gar nicht so stimmt. Silvana Koch-Merin hat, glaube ich, bei der Art und Weise, wie sie da mit Kritik umgegangen ist und wie sie mit eigenen Fehlern umgegangen ist, sich nicht geschickt verhalten und hat mit Sicherheit dafür gesorgt, dass ich als Promovierender an manchen Stellen bei der Begrüßungsrunde, wenn ich gesagt habe, ja, ich weiß, ich bin Promovierender und ich bin bei der FDP, nicht immer nur Spaß hat. Okay. Ich danke dir für dieses Gespräch. Vielleicht sehen wir uns bald wieder. Gerne. Hat Spaß gemacht. Dankeschön. Und ich danke auch euch, meine lieben, lieben Abonnenten. Und mein nächster Gast ist Professor Günther Möwes.